Herzlich willkommen, liebe Zuseher, liebe Zuseherinnen. Ich freue mich heute ganz einen besonderen Gast wieder zu haben. Und zwar ist es die Frau Christina Demetz. Ja, die Christina kommt aus Seefeld in Tirol und ist spezialisiert als Mentaltrainerin, ja, für Kinder und Jugendliche. Ihre Hauptzielgruppe sind Jugendliche von 12 bis 18 Jahren. Ja, und da hat sie verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie sie diese Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, muss man schon sagen, wirklich unterstützen kann. Hallo Christina, danke vielmals für die Zeit heute. Hallo Wolfram, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen. Danke, danke, danke. So, und ich darf dich heute ein bisschen mit meinen Fragen bombardieren, weil das ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Und es ist in Österreich gar nicht so oft, dass Menschen, die was als Mentaltrainer arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten. Wie bist du da auf diese Idee gekommen, dass du mit Jugendlichen und Kindern arbeiten möchtest? Ja, also das Mentaltraining bzw. das Mentale, die Psychologie hat mich schon immer mein Leben lang interessiert. Und gerade die Kinder und Jugendlichen, das finde ich sehr spannend, weil man die in der Jugend schon nehmen und fassen kann, dass sie dann schon jugendlich glücklich sind und dann aber weiterhin auch als Erwachsene glücklich werden. Ich denke mal, das hat ein bisschen was mit meiner eigenen Jugend zu tun. Okay. Also ich komme ursprünglich aus der Gastronomie. Meine Eltern haben ein Hotel gehabt und dementsprechend wenig Zeit für mich. Ja. Okay. Die jüngste Jugend von mir, also so bis 10 Jahre, das war total schön daheim und gut behütet, aufbewahrt, war super. Gell? Und dann haben halt meine Eltern wenig Zeit gehabt, wollten mir aber die bestmögliche Ausbildung präsentieren, die es gibt. Und da haben sie gemeint, am gescheitsten ist ein Internat. So. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt bin ich im zarten Alter von 11 Jahren ins Internat gekommen und man kennt es ja eigentlich so aus Filmen oder Büchern, ja. Internat, wie toll das ist und so, gell? Ja. Aber es war es nicht. Na, okay. Also es war für mich persönlich, war das ganz schrecklich. Mhm. Ich bin da hingekommen, alles fremde Kinder, fremde Lehrer und man hat halt im Internat auch diese Erzieher gehabt, so haben die geheißen, also okay. Die Betreuungspersonen, ja. Und alles fremde Leute und ich war dazwischen drin, so klein und ängstlich und ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Ja, auf jeden Fall hätte ich mir damals jemanden gewünscht, der mich da unterstützt, eine Art Mentor oder irgendwas, weil ich habe mir jetzt auch nicht wirklich getraut, das meine Eltern zu sagen, weil die waren ja so stolz auf mich. Gell? Okay. Ja, das Kind, das macht eine gute Ausbildung, geht ins Gymnasium und ins Internat. Jetzt habe ich natürlich meine Sorgen ihnen jetzt auch nicht so gut erklären können, quasi. Und da hätte ich mir jetzt echt gewünscht, dass jemand da ist, so ein Mittelsmann, gell? Der dann irgendwie das vermittelt oder auch Hilfe leistet oder mir irgendwelche Methoden oder Tools zeigt, wie ich selber stärker wäre oder so und mir auch durch die Pubertät hilft. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich zum Kinder- und Jugendmentaltraining gekommen. Wahnsinn, Christine, ja, ich denke mal, das ist die Herausforderung, wenn man als Kind mit 11 Jahren weg von zu Hause wirklich irgendwo reinkommt, alles fremde Menschen, kann, was du so anvertrauen kannst, das ist ja wirklich sehr, sehr schwer. Also, nein, das war wirklich... Denke ich mal. Das denke ich mal. Das war ganz schlimm. Ja. Du und ist es möglich schon, ja? Wie du weißt, ich bin ja selber in dem Bereich tätig, nicht bei Kindern, aber bei Erwachsenen, ja. Und ist es möglich, dass man Kinder schon, ob zum Beispiel 11 Jahre, was du das gerade erwähnt hast, gell, dass man sie da wirklich mental schon betreut? Gibt es da Methoden dafür, dass Kinder das anwenden können? Weil die grundlegenden Techniken oder Praktiken eines Mentaltrainings oder psychologischer Beratung und so weiter, die sind ja für Erwachsene gemacht, wenn wir mal so beschreiben. Ja? Und hast du da eine Möglichkeit, dass du wirklich jungen, Erwachsenen, Teenager und Kinder da unterstützen kannst? Und wie kann man sich das da vorstellen, wenn man mit dem noch nicht Kontakt gehabt hat, so wie ich? Ja, also es ist so, der Mentaltrainingsbereich, der ist im Grunde genommen für Erwachsene, das hast du schon gut gesagt. Es ist aber vor einigen Jahren, ist ein Studium rausgekommen, das ist spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. Da nimmt man quasi das Mentaltraining, das ja ganz ursprünglich aus dem Sportbereich kommt, und man hat schon ähnliche Methoden, aber halt vereinfacht ein bisschen, so dass die Kinder und Jugendlichen gut damit umgehen können. Also man macht, kleines Beispiel, zum Beispiel für ganz junge Kinder, die so 6, 7 Jahre alt sind, da macht man Konzentrationsübungen und so, aber die Älteren ab 12, sage ich mal,
da kann man schon fast auch die Erwachsenenmethoden mit anwenden, weil die vom Gehirn her schon so weit sind und sie verstehen das einfach. Man sollte vielleicht die Fachbegriffe ein bisschen weglassen und dann ein bisschen einfacher mit ihnen reden, aber das geht wirklich sehr gut. Cool. Ja. Du und Christina, ist es doch so, dass die Kinder, die Jugendlichen halt gerne mitarbeiten? Weil ich weiß es ja von meiner Arbeit, da müssen die Erwachsenen was tun. Ja. Also nur berieseln lassen ist ja zu wenig. Und sind da die Kinder im Endeffekt auch bereit, dass sie da was machen für sich? Ja, also das ist es ja. Wenn jetzt die Kinder von den Eltern geschickt werden, da haben sie meistens einmal gar keinen Bock. Gell? Und sagen sie, nein, ich mag nicht und so. Aber ich kann die relativ gut auffangen, die Kinder, weil es ist ja nicht so strikt bei mir, sondern ich mache das spielerisch. Dann machen wir ein paar Spiele dazwischen und sie kriegen auch Hausübungen auf. Aber die Hausübungen sind jetzt nicht so schlimm oder so lang oder so groß, gell, dass sie sich fürchten, sondern die machen das dann gern, weil du weißt es ja selber. Mentaltraining, das heißt ja Training und Training bedeutet Üben. Genau. Das heißt, wenn das Kind einmal zu mir kommt, gell, damit ist nur lang nichts besser, sondern es kriegt dann die Tools, die Hausübungen und dann muss das Kind das auch jeden Tag üben. Ja, aber das machen die gern, weil ich gebe denen dann was auf, was sie aufschreiben müssen oder malen oder irgendwas. Okay. Und die präsentieren das ja dann auch gerne das nächste Mal wieder mir. Ja? Genau, die zeigen mir das dann gern. Jetzt hätte ich aber einen Einwand, Frau Demetz, Christina. Ja, du hast gesagt, es ist ja wichtig, das Training zu machen, gell? Weil wenn sie sich mit dir treffen, gell, dass das alleine nicht wirklich so viel bringt, sondern man muss ja wirklich was tun. Und jetzt habe ich einen Einwand, weil ich kenne dich, ja. Ich weiß, mit was für ein Herzblut du dabei bist, wie du Kinder und Jugendliche liebst, was du gibst und was jeder Mensch für ein Gefühl hat, wenn er mit dir Kontakt hat. Schau mal, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn man mit dir Kontakt hat, und das werden die ganzen Zuseher und Zuseherinnen auch wahrnehmen, du bist eine motivierte Persönlichkeit, du hast eine herzliche Ausstrahlung und die Art und Weise, wie du mit Menschen agierst, ist was Besonderes. Und da weiß ich aus meiner Arbeit, und das ist nicht irgendwie schleimen oder nett sein, ja, da weiß ich aus meiner Arbeit, dass ein Mensch, der so ist wie du, der so mit seinem Herzen dabei ist, allein durch die Begegnung schon so viel in einem Menschen verändern kann, denn was es vielleicht zum Beispiel am Selbstwert fehlt, an Anerkennung fehlt, an Liebe fehlt, an Komplimente, an Lob, an das Gefühl, richtig zu sein fehlt. Und das kannst du im Endeffekt allein durch deinen Kontakt. Nur das ist ein bisschen falsifiziert. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, das Fakt, weil ich habe dich da schon vor einigen Wochen und Monaten schon kennenlernen dürfen und ich glaube, das sieht man dann, wie du mit Herzen da dabei bist. So, jetzt zurück. Ja. Entschuldigung. So, was mich interessieren würde, ja, erstens ist es mir wirklich cool, weil ich habe mit Kindern ja so noch nie gearbeitet, ja, dass das funktioniert. Es ist wichtig ohne Ende, das haben wir beide die Überzeugung, ja. Und gibt es da Möglichkeiten, weil was mich ja irgendwie traurig stimmt, ich glaube, die meisten Menschen und auch Eltern, wir haben selber drei Kids, ja, ist so, dass die letzten Jahre einfach durch die doofe Corona-Geschichte, jetzt das mit der Krise, mit der Ukraine-Krise und so weiter, und ich weiß es vom Umfeld von meinen Kids auch, ja, dass da ganz viele Kinder Angst haben. Mhm. Angst haben, wirklich Angst haben vor dem Krieg, Angst haben, ob alles wieder normal wird, dass viele, viele nicht mal mehr in die Öffentlichkeit trauen, weil sie Angst vor Menschen haben, weil 2 Jahre Homeoffice und 2 Jahre nur in Kostel reinschauen, ja, alles war. Ja. Hast du da auch die Möglichkeit, weil das ist wirklich nicht mehr leicht, weil es wirklich Millionen Menschen gibt, Millionen Kids gibt, die was jetzt wahrscheinlich so Auswirkungen haben. Und hast du da auch Möglichkeiten, dass du die Kinder unterstützen kannst? Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also die kann man auf jeden Fall unterstützen. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen unterscheiden, die Kinder, weil es gibt die, die in der Stadt wohnen und die jetzt nicht aufs Land raus oder in die frische Luft können, die sind schwerer betroffen. Habe ich jetzt festgestellt persönlich. Ja. Die, also bei uns hier auf dem Land, denen die Kinder geht es eh relativ in Anführungsstrichen gut. Und die aus der Stadt, die müssen wir halt irgendwie aufbauen. Und da ist natürlich die Pandemie, die war blöd, weil sie haben einfach ihre Freunde nicht treffen können. Gell? Genau. Und diese persönlichen Ressourcen, also die Freunde, die positiven Kontakte, ist eine persönliche Ressource. Und es ist so wichtig, gerade für die Kinder.
Ja, oder die Jugendlichen. Die Jugendlichen, die definieren sich ja direkt über ihre Gruppe und ja. über ihre Freunde und so. Ja. Und da muss man schauen, dass die weiterhin sich mit Freunden treffen dürfen. Und wenn es online ist, falls wieder so ein Lockdown kommt. Muss man nicht hoffen, gell? Wir zwei. Muss man nicht hoffen, um Gottes Willen. Aber dass die halt einfach die Möglichkeit haben, dass die Eltern sagen, okay, du kriegst jetzt von mir aus nur eine Stunde mehr Zockzeit, dass du die mit deinem Freund treffen darfst oder so. Ja. Ja. Dass sie sich austauschen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man als Elternteil auch die Positivität da lässt. Gell? Mhm. Ich meine, es ist oft so, dass die Eltern die Sorgen haben und die Bedenken haben und die sprechen das jeden Tag aus und das hören die Kinder und dann haben die Kinder auch die Sorgen. Ja? Die machen ja alles die Eltern nach. Ja. Jetzt, natürlich muss man schon authentisch bleiben als Elternteil, aber vielleicht kann man das so machen, dass man das ein bisschen positiv rüberbringt, die Kinder, dass die nicht gar so in ein Loch reinfallen, sondern dass die ihren positiven Fokus nicht verlieren. Weil die Kinder haben ja von Grund auf sind die ja positiv gestimmt. Mhm, ja. Darf ich ganz kurz, Christina? Ja. Ich habe wahrgenommen bei meiner Jüngeren, ja, bei der Laura, dass von der Schule schon so viel nicht so positive Sachen gekommen sind. Da muss man es so beschreiben. Ja. Das heißt, man ist da, glaube ich, als Elternteil doppelt gefordert, weil im Endeffekt von verschiedenen Institutionen, verstehe ich auch, ist notwendig und so weiter. Ja. Du gibst Vorgaben, du gibst in Wirklichkeit so, was man tun muss. Aber ich glaube, das sind mehrere Teilbereiche, wo Kinder in so eine Situationen belastet werden. Ja. Und ich glaube, man sollte eigentlich alle Teilbereiche da ein bisschen harmonisieren, dass das nicht mehr so ist. Gell. Aber jetzt meine Frage dazu, wenn du jetzt da so viele Sorgen sind und Ängste bei Kindern sind schwer die Möglichkeiten des sozialen Kontaktes und so weiter ist. Gell? Hast du da ein eigenes Programm für Kids da entwickelt, dass sie da irgendwie rauskommen können aus den nicht so guten Gemütsstimmungen, wie du das so beschreibt hast? Also ich habe zwei Programme bei mir. Das eine, das ist, wie soll ich das sagen, das ist ein Notfalltraining. Ja? Mhm. Wenn jetzt die Kinder gerade ein akutes Problem haben, zum Beispiel der Franzl wird gemobbt oder weiß ich nicht, die Julia hat Probleme mit der Konzentration, dann nehme ich mir auch schnell Zeit, dass wir dann sofort einen Termin kriegen und dass wir dann in einem oder zwei Trainings das Thema, die Herausforderung lösen können. Okay. Ja. Okay. Das mache ich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein Programm, das hat jetzt mit der EIP-Methode zu tun. Mhm. Das ist ein ganzheitliches Konzept, das geht dann über 5 Wochen. Das heißt Your Life, Your Choice Program. Ja, das ist speziell für Jugendliche, dass sie einen positiven Fokus bekommen und schon in jungen Jahren positiv sind, dass sie dann die Positivität mitnehmen bis ins Erwachsenenalter. Mhm. Was ganz wichtig wäre. Ja. Das ist total wichtig. Ja. Und das geht jetzt nicht auf einzelne Sorgen hin, sondern das ist ein ganzheitliches Programm, das von Grund auf stärkt, also in der Emotionalität quasi. Okay. Ja. Schön. Du und wie schaut es dann aus? Das heißt, wenn zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Kinder oder Jugendliche dieses Video da jetzt anschauen, gell? Wenn ich jetzt Mutter oder Vater bin, Mama oder Papa bin, ja. Und ich denke mir ja, Christina ist sympathisch, ist gescheit, was ich da rede, ja. Und ich merke bei meinen Kindern, dass sie gewisse Herausforderungen haben. Wie kann man die erreichen? Könntest du einen telefonischen Termin ausmachen oder sollst du eine E-Mail schicken oder? Weil, weißt du, es ist ja in Zeiten mit diesen sind viele Mentaltrainer gut ausgebucht, gell? Und gut gebucht. Und wie ist denn bei dir das am besten und wie lange ist die Vorspannzeit, bis man einen Termin bekommt? Ja, also man kann mich über E-Mail erreichen, über meine Homepage, über mein Telefon erreichen, auch über die EEP-Akademie kann man mich erreichen. Also es gibt Wege über Facebook, über Instagram, da bin ich dabei, ich habe einen YouTube-Kanal, also man kann mich erreichen. Und für die Notfallprogramme, dann nehme ich mal so schnell Zeit wie möglich. Also das noch in der gleichen Woche. Ja, cool, okay. Das machen wir sofort, weil ich will den Kindern helfen. Die brauchen das. Das ist wichtig. Ja. Ja. Fürs Your Life, Your Choice Program, da brauche ich ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Also da vielleicht 1-2 Wochen dann. Gell? Okay. Ja, weil das ist natürlich auch ein ganzheitliches Konzept. Das muss dann auch ordentlich ausgearbeitet werden. Genau. Ja. Genau. Okay. Das heißt, wenn jetzt der Mami oder Papa sagt, gell, hey, ich brauche da was, mein Kind geht ganz schlecht, können Sie kontaktieren und dann
geht es innerhalb von hoffentlich kurzer Zeit dann, ja. Und ansonsten 3 Wochen Vorlaufzeit, so ungefähr. Ja, genau. Okay. Und ich mache natürlich ein kostenloses Vorgespräch mit dem Jugendlichen oder mit dem Kind, weil der muss mich ja kennenlernen. Ja? Und musst du der Elternteil dabei sein oder soll er dabei sein? Oder wie ist das? Ja. Das, wie die Kinder dann wollen, gell? Okay. Viele Eltern wollen ja dann, ich will dabei sein, gell? Mein Sohn, meine Tochter. Aber wenn das Kind sagt, ich will das alleine machen mit der Christina, dann agiere ich natürlich im Interesse vom Kind. Weil das ist ja mein, das Kind ist ja mein Kunde quasi, ja. Mhm. Das ist dann wichtig. Okay. Und wenn jetzt natürlich auch das Kind zu mir sagt, ich möchte jetzt nicht, dass das Mama und Papa war's, dann erzähle ich es auch nicht. Außer es ist wirklich was Gravierendes, Schwerwiegendes, dann muss ich das natürlich schon die Eltern sagen. Ja, ja. Ja. Ja, perfekt. Ja, Christina, dann sage ich jetzt einmal Danke. Gell? Wir werden deine Kontaktdaten dann einfach oben drüber oder unten verlinken, gell? Mit E-Mail-Adresse und so weiter und so fort, dass man dich erreichen kann. Du kennst mich, ich liebe Kinder abgöttisch, ja, und ich bin so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die was wirklich Kids unterstützen, ja. Und liebe Zuseher, liebe Zuseherinnen, ich bitte euch, nehmt das Angebot an, wenn ihr merkt bei euren Kids, das sind wirklich Herausforderungen, ja. Schaut einmal, das Gespräch mit der Frau Demitz, mit der Christina führt. Bei der Christina ist es nicht so wie, keine Ahnung, so steif, dass man sagt, man kommt da hin, ja, und dann sagt man, was ist da und was für ein Problem und so weiter, sondern das ist eine herzliche Frau, die Christina, und ihr habt das ja wahrgenommen, sie nimmt sich da wirklich dem Kind an und da ist die Ebene wirklich gut. So, das heißt, Kontakt hat es oben drüber oder unten, ja. Christina, danke, danke, danke für deine Zeit, gell? Und vielleicht sehen wir uns wieder zum nächsten Interview. Ja, ja? Ich sage vielen lieben Dank, Wolfram, das war mir ein seelisches Volksfest. Dankeschön. Alles Liebe, Papa. Tschüss. Alles Liebe, danke.